Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. O'Hare lernt Lights. In Anlehnung an den AT-Alltag möchte ich mich auch mal in anderen Panzerklassen versuchen. Und ich will in Zukunft immer mal wieder so eine kleine Videoreihe hier starten und hier mich mit den leichten Panzern beschäftigen. Verschiedene Fahrzeuge zeigen, vor allen Dingen Live-Gameplay zeigen. Das heißt, es können auch einige dumme Sachen dabei passieren, weil ich einfach kein guter Light-Spieler bin. Und ich möchte mich aber mit dieser Gelegenheit auch so ein bisschen an die Light-Klasse heranarbeiten. Ich habe dazu ja letztens erst ein Video gemacht. Und ja, das will ich jetzt ein bisschen etablieren. Mal gucken, wie das bei euch ankommt, wie ihr darauf Bock habt. Wir starten heute mit einem Klassiker, dem AMX ELC bis dem kleinen Knirps hier. Allerdings nicht mit der großen Kanone, sondern mit der kleinen Kanone. Damit hat das Ding auch einen voll drehbaren Turm. Mobilität, gerade Bodenresistenz, wäre im Vergleich zu anderen 5er Lights nicht ganz so geil. Die DPM-Kanone ansonsten, ja, nicht überragend. So, aber wir haben dafür einen recht guten Tarnwert. Und wir treffen nicht. Ne, wir sind so blöd zum Treffen. Und kriegen da auch leider keinen Support von... Wow. Okay, wir haben einen guten Spot geliefert. Keiner schießt drauf. Schade. Mit den Fluggeschwindigkeiten muss ich mir noch ein bisschen vertraut machen. Das ist tatsächlich die erste Runde. Und ihr seht auch hier den neuen 2D-Stil, den es gerade zum Geburtstag gibt von Wargaming. Sehr, sehr schick, das Korallending da. So, können wir uns hier... Ah, Gun Elevation scheint auch nicht die große Stärke des Fahrzeugs zu sein. Ich liebe die Position hier eigentlich, allerdings... Wenn man beim First Spot auch ein bisschen Schaden machen kann. Was hier halt nicht passiert ist. So, KV-222 ist natürlich ein Problem. Wie gesagt, das ist aufgenommen, Live-Gameplay, ähnlich wie im AT-Alltag. Das heißt, wenn das Team scheiße ist, ist das Team scheiße. Und wenn ich scheiße bin, bin ich scheiße. Das Ding hat wirklich einen guten Tarnwert. Die Sichtweiten auf den 5er-Light sind noch nicht so überragend. Deswegen habe ich hier auch einen... Schernfernrohr dabei. Hallo, mein Freund. Wow, wo ging der Schuss denn bitte hin? Also stand da noch jemand davor? Der ging doch genau drauf. Was ist hier los? Das Spiel verarscht mich. So, 3 zu 2. Wir führen von den Hitpoints. Da ist der M10 wieder. Der macht uns da jetzt höchstwahrscheinlich auf. Jetzt unser erster Schaden. Ja, da gehen wir auf, trotz dass er in der Bewegung ist. So gut ist der Tarnwert dann doch nicht vom ELC, aber er interessiert sich nicht wirklich für uns, oder was? Wir müssen den Scherenfahrer nochmal angehen. Er fährt hinten rum. An den KV kommen wir auch nicht ran. Ja, das ist der Premium, ne? Dieser OP irgendwas. Hallo, mein Freund. Der rutscht da jetzt runter. Die Gelegenheit... Ah, scheiße, den Baum wollte ich jetzt eigentlich nicht fällen. So, Hallöchen. Oh Gott, die Kanonen. Ach, scheiße, da oben ist noch jemand anders. Ja, gut. Ohne den Jeffy wäre das okay gewesen. Aber mit den beiden ist das natürlich jetzt ekelhaft. Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen Spot-Schaden bekommen. Versuche hier mal wegzukommen. Ohne dass die beiden mich nochmal sehen. Warum bin ich auf APCR? Achso, wegen dem KV. Ja, der ist aber tot mittlerweile. So, und hier ist irgendwo der M10.
Die will ich aber ehrlich gesagt alleine auch nicht finden. Ach, der ist da schon hoch reingefahren. Okay. Dann versuchen wir den doch mal zu ärgern. Wow. Also... irgendwie will mich die Kanone echt trollen. So, jetzt sind es noch zwei Lights und zwei Mediums und drei Artis. Na, große Klasse. Da kommt eine Arti. Da werden unsere Artis schon geblindet. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie an die... ja, da ist der ELC. Unser Lev achtet da gar nicht drauf. Oh Gott, die Kanone, ey. So. Er ignoriert uns, das gefällt mir natürlich. Oh, und da ist Mr. Chaffee schon wieder. Okay, ich verschwinde hier mal. Ich habe den Eindruck, auf alles, was ich spotte, schießt keiner, außer ich selber. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der gegnerische ELC mehr Hitpoints hat als ich. Und jetzt verlieren wir die Runde tatsächlich hier, weil auch im Norden leider niemand was zustande bekommen hat. Ach, großartig. Wo die ersten Schüsse hingegangen sind, also vor allem der eine Schuss auf den M10. Das hätte ich gerne mal gewusst. Ja, ich bin jetzt hier alleine, was soll ich machen? Irgendwo ist noch ein Chaffee. Den Decap, ja, okay, da ist der Chaffee. Ne, das ist der Chinookai. Der macht mich nicht auf. Ja, Basis verteidigen, wenn irgendwo noch... oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Hallo. Anyone? Left? Irgendwie? Vielleicht? Maybe? Oh Gott. Ja, was soll ich machen? Er pusht mich jetzt hier mit aller Macht. Da kommt der Chaffee. Der holt sich die Artillerie. Eigentlich würde ich jetzt gar noch überleben, aber... gonna be tricky. Ah, ist der T-34 wieder. Oh Gott, meine Motorleistung ist eine Katastrophe. Hau doch ab! No, die Kanone, ein Traum. Dabei habe ich schon den Stabi drauf. Ach Gottchen. Hallo. Ja, du triffst auf voller Fahrt natürlich. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja gut, der Chaffee mit drei Gunmarks und dann APCR only. Das ist natürlich Pflicht. Ja, klar. Der Anfang hat mich jetzt hart verwirrt, muss ich zugeben. Also wir machen wahnwitzige, sinnlose 600 Damage. Dass der Rest des Teams ist nicht wirklich dabei. Auf den M10 haben wir ja tatsächlich nur zweimal geschossen. Ich weiß nicht, wo der erste Schuss hingegangen ist. Der war für mich im Ziel. Ich habe keinen Plan. Ja, aber was soll's. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal in der zweiten Runde. Vielleicht läuft die ein bisschen besser. Ich fühle mich so ein bisschen an den Arti-Alltag erinnert. Nur mit leichten Panzern. Aber gut, dafür sind wir ja auch hier. So, zweite Runde. Wenn die erste Karte wenigstens noch eine Scout-Map war, obwohl unser Team nicht wirklich was aus unserem Spot gemacht hat, so ist das jetzt hier natürlich überhaupt keine Scout-Map. Und wir sind gegen 6er Low-Tier. Aber es ist jetzt ein ertragbares Matchmaking. Und zum Glück auch nur eine Art hier. Wobei, hier sind wir wieder an dem Punkt. Wargaming hat ja angekündigt, Radpanzer und so weiter gleichwertig zu balancen. Endlich. Warum nicht bei Artis? Warum wird hier eine Bishop gegen eine Lev gebalanced? Ganz im Ernst. Sie sind von der Grundcharakteristik her ja ähnlich, aber...
eine Bishop mit ihrer Reichweite, das ist ein Witz. Wo soll die auf der Map hinwirken? Aber gut. Wir sind nicht im Arty-Alltag. Wir sind O'Hare, Land leichte Panzer. Und wir sehen schon, rein mobilitätsmäßig sind wir tatsächlich, ist schwierig. Also, wir sind nicht komplett scheiße. Aber im Gegensatz zu anderen Lights, wenn man das auch mal in die Vergleichsliste packt, ja, die Bodenresistenzwerte sind halt das Problem. Und daraus ergeben sich auch schlechte Drehfreudigkeiten. Und auch der Topspeed, außer man den Covenanter, ist, ja... Also es sind halt hauptsächlich die Bodenresistenzwerten. Und vor allen Dingen die PS-Zahl. Wir haben das ja vorhin gesehen. Wenn du einen Baum solltest, du mit dem Ding nicht fällen, weil dann wirst du erstmal komplett ausgebremst. So. Ach, da ist ja schon wieder so eine Premium-Nudel. So, aber durch ein Tor mit APCR geht immer. Auf die Wanne schieße ich nicht, mein Freund. Ich bin ja nicht bescheuert. So, KV. Nö. Der ist unten, der Skoda. Komme ich an den Stützwagen irgendwie? Ne, auch nicht. Also wir haben halt einen guten Tarnwert. Das ist der Vorteil bei unserem Fahrzeug. Oh, jetzt, ja. Nee. Aber solange der da im Sidescrape steht, wird es tatsächlich nichts. Hätte gedacht, hier kommt ein bisschen mehr. Ich meine, vorhin waren wir auch in Führung, was die Hitpoints anging. Und, können wir wieder mal auf AP laden, wenn hier die weichen Ziele kommen. Na, fährt er weit genug zurück? Nope. Also man kann von der Position auch durchaus mit Spot arbeiten, ja. Aber ich glaube, die meisten, die hier stehen, spotten sich ihren Kram auch einfach selber. Und deswegen wird es natürlich insgesamt mit Spot-Damage generell auf der Map jetzt nicht so großartig. Ich spiele übrigens auf meinem eigenen Account hier. Es kann durchaus sein, dass es in der Reihe auch mal hier und da was vom Presse-Account gibt, weil ich jetzt natürlich auch nicht in der Lage bin, permanent mir alle Panzer irgendwie in die Garage zu stellen mit Mannschaft und umschulen. Da greifen wir dann auch mal durchaus auf den Presse-Account zurück. Aber das ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Können wir ja durchaus machen. Einfach mal, um die Fahrzeuge zu zeigen. Pusht er jetzt? Aber nicht bei uns. Dann nehmen wir erstmal ihn raus. Und mit ihm müssen wir halt mit APCR spielen. Ja, T1, vergiss es. Lass es einfach bleiben. Lass ihn rum. Und tschüss. Lass ihn doch einfach rumkommen. Okay, oder so. Hey, wir haben Spotting bekommen. Was geht? So, vorsichtig, vorsichtig. Lass doch mal! Alter! Also wenn ich jetzt Schaden bekommen hätte, wäre ich sauer gewesen. Und wir sehen schon, der Skoda ist, der ist schneller als wir. Oh fuck. Hallo. Ja gut, das war ein bisschen zu spät. Warte mal, wir können ja eigentlich über einen Drehbar... hallo. Er spottet mich trotzdem. Da steht noch irgendwas hinten. Ja, da steht noch was. Erstmal muss der Jackson da raus. Dann können wir an den Stein vorjodeln. So, Jackson, gehst du raus? Der Jackson geht raus. Sehr schön. Irgendwo ist noch ein Skoda von denen. Die Frage. Wenn der links steht, haben wir jetzt gleich ein Problem. Was kostet die Welt? 5-4 haben wir als Support dabei. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Lol. Hallo, Mr. Skoda geht raus.
Ja, wir haben 600, wahnsinnige 600 Damage gemacht und 131 Support. Mir fehlt aber noch ein BDR. Wo ist die Kartoffel? Da ist der ELC. Einzielen, einzielen, einzielen. Bleibt da stehen. Tschüss. Yes. Lol. Der BDR ist da links. Da kommen wir aber nicht ran. An den T-34. Oh Gott. Roter Pennmarker. Das läuft ja spitze. Oh, der kommt da. Snapshot. Oh, also, ich meine, er trifft. Ne, so ist nicht. BDR ist raus. Das ist übrigens kein T-34, das ist ein Type 58, aber im Grunde, ja, also. Ihr wisst, was ich meine. Das ist im Grunde das Gleiche. Hier haben wir keine Gun Elevation, dann können wir auch einfach Captain fahren. Ja, also der Panzer scheint spaßig zu sein, ja. Und mit dem Tarnwert kannst du natürlich durchaus was machen. Dann darfst du aber natürlich nicht unbedingt schießen, so wie ich hier. Wow, wir kriegen nochmal 95 Spotting. Grandios. Der kommt doch bestimmt nochmal, oder? Ja, der kommt nochmal. Komm schon. Ne, jetzt pushen sie ihn da, oder? Der Churchill 3 geht jetzt bestimmt raus. So, insgesamt 278 Spotting. Und wir gewinnen hier die Runde. Einmal verloren, einmal gewonnen, ist ja insgesamt ganz okay. Natürlich jetzt, wie gesagt, Live-Aufnahme, da kann alles passieren. Da kann von zweimal nach zwei Minuten tot bis zweimal Panzer, ist natürlich alles passieren. Wir kennen das vom RT-Alltag. Man sieht sowas... Ansonsten ja immer nur den Livestreams, aber in den in Videoform kann man das durchaus auch mal zeigen. 715, ja, okay. Also, ne, zweite Klasse, 508 Base, das ist irgendwo im Mittelfeld. Mit dem Tagessieg hier 67.000 Credits plus, wahnwitzige 278 Spot. Ja, ich bin mir bewusst, das geht besser. Seitdem habe ich jetzt hier einen Scherenfernrohr und Lüftungsansetzer gewählt. Kann man sicher anders machen. Man könnte das durch eine Optik ersetzen, wobei man dann sicherlich nicht auf die maximalen 455 Meter kommt. Man könnte überlegen, einen Stabi einzubauen. Habe ich vorhin, glaube ich, gesagt. Habe ich dann falsch gehabt. Aber die Lüftung pusht halt auch die Sichtweite. Den Ansetzer könnte man bei der Kanone auch überlegen, wegzulassen, weil die 4,5 Sekunden Stock, was die, glaube ich, Reload hat, das ist jetzt mit, pushst du mit einem Ansetzer nicht so viel. Da könnte man dann eher überlegen, dann, was weiß ich, doch den Stabi oder einen Drehmechanismus einzubauen oder irgendwas in die Richtung oder einen Turbolader, wäre auch noch eine Option. Da könnt ihr mir ja gerne mal euer Feedback da lassen, was ihr auf dem ELC gewählt habt. Insgesamt auch hier nochmal der 2D-Stil schick schick. Finde ich im Moment ganz cool, was hier zum Sommer-Event Wargaming da ins Spiel bringt. Lasst mir gerne euer Feedback da, was ihr zu der Videoreihe sagt, ob ich davon mehr machen soll oder sagt, nee, oh Herr, komm, deine Leitkünste wollen wir nicht sehen, das ist scheiße. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Name nicht genannt, Gemornfan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.